Hey, ich bin Olli von StudioPro.net und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen Trailer-Song herstellen könnt. Yes, viel Spaß und bis gleich. In diesem Video werde ich unter anderem die Studio Pro Libraries Matrixer Big Nuts Pad und Matrixer The Brahms nutzen und die wollte ich euch jetzt ganz kurz mal separat zeigen. Hier einmal das Big Nuts Pad. Genau, ihr habt hier einmal die typischen Einstellmöglichkeiten für die Hüllkurve, also Lautstättenhüllkurve, Filterhüllkurve. Ihr habt hier zwei Effekte drin, ihr habt hier verschiedenste Filtertypen drin. Da könnt ihr euch ja mal durchklicken. Einen kurzen Quick-Tipp, das gilt jetzt nicht nur für unsere Libraries, sondern für die meisten anderen Libraries auch. Ihr könnt mit der rechten Maustaste auf einen Parameter klicken und dann könnt ihr hier Learn MIDI CC Automation. Also auf Deutsch, ihr könnt da einen MIDI-Controller zuweisen und das werde ich jetzt mal tun. Und zwar weise ich der Cutoff mal mein Modulationsrad zu und wenn ich das jetzt bewege, dann seht ihr, dass sich auch die Cutoff verändert und dann kann ich jetzt halt schön gleichzeitig spielen und die Cutoff verändern. Genau, und nochmal ganz kurz so ein bisschen, um zu demonstrieren, wie vielseitig dieser Sound ist. Es ist ja eigentlich ein Pad, aber ihr könnt durch schnelle Veränderungen der Hüllkurven auch ganz andere Sounds daraus bauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nochmal einen anderen Filtertyp auswählt, von mir aus den Phaser. Vielleicht nehmen wir hier als Effekt auch nochmal einen Phaser und hier machen wir mal einen anderen Open Room. Ihr seht also, ihr könnt relativ viel mit diesem einen Sound oder mit diesem einen Instrument anfangen. Jetzt möchte ich euch gerne noch The Brahms präsentieren. Kurz mal hier den richtigen. So. Ein Brahms-Sound, wie man ihn sich vorstellt. Und auch hier kann man relativ fix durch Veränderungen der Hüllkurve ganz andere Sounds und ganz andere Nutzungsmöglichkeiten generieren. Und dann hat man so ein Pad-Lied-Irgendwas-Sound. Genau, das sind die beiden Studio Pro Libraries, Matrixer Big Nuts Pad und Matrixer The Brahms. Und die werde ich jetzt in diesem Video nutzen, um Trailermusik herzustellen, unter anderem. So, dann legen wir mal los und wir beginnen mit The Brahms. Die Idee ist, den langsam einfiltern zu lassen. So, den habe ich jetzt einmal aufgenommen, werde ihn kurz editieren, dass er die richtige Länge hat
und dann werde ich ihn einfach kopieren. Genau, 2 Takte soll der gute lang sein. Jetzt wird er immer wiederholt und dann ziehe ich die Filterhüllkurve nach oben. Also wir beginnen relativ gefiltert und ich öffne die Filter-Cut-Off dann immer mehr. Jetzt gibt es eine Pause und dann beginnt sozusagen das böse Hauptthema, nachdem wir das Ganze so ein bisschen eingeleitet haben. So, hier wird das Ganze dann wieder runtergefiltert und wieder aufgezogen. Und da wird dann so ein Crescendo sozusagen, so ein Aufstieg erzeugt. Das sehen wir dann aber noch. Jetzt habe ich alle Noten auf die gleiche Länge gebracht und nun habe ich alle Noten noch auf die volle Velocity gebracht und jetzt werde ich noch Controller-Daten für The Brahms einfügen. Dazu erzeuge ich hier eine neue MIDI-Spur. Ich schaue jetzt, dass die Spur auch den gleichen MIDI-Kanal hat, nämlich Kanal 1. Und jetzt spiele ich mit meinem Control Surface, also mit meinem Controller, den ich hier auf dem Tisch habe, die Modulationsdaten per Hand ein. Das war schon ganz okay, ich bin aber nicht so hundertprozentig zufrieden und deshalb werde ich die Modulationsdaten hier jetzt nochmal korrigieren. Da möchte ich das Ganze etwas später komplett aufgehen lassen. Genau. Jetzt möchte ich einen Impact, also einen tiefen Hit, einen tiefen Schlag einfügen. Und dazu suche ich in meiner Media-Region nach Impact. Den fand ich gut und den ziehe ich mir in das Projektfenster rein, weise ihm jetzt der richtigen Gruppe zu, nämlich der Effektgruppe, habe ihn jetzt in den Effektordner geschoben, gebe ihm nun die richtige Farbe bzw. habe dem Track die richtige Farbe gegeben und schaue jetzt, dass die Lautstärke stimmt, also im Verhältnis zu dem Rest. Bisher nur The Brahms. Jetzt kopiere ich mir den Impact immer auf alle 2 Takte. Nee, auf alle 4 Takte, Entschuldigung. Auf alle 8 Takte. Was erzähle ich denn da? Und auf den Break. So, jetzt kümmern wir uns um das Big Nuts Pad und hier möchte ich erst nochmal die Filterhüllkurve etwas auf meine Bedürfnisse einstellen und auch die Cut-Off-Frequenz. Das hat mir soweit gefallen, allerdings ist mir ein bisschen zu wenig Hall auf dem Sound. Wir haben ja
in unserem Kontaktinstrument Big Nuts Pad schon einen Hall integriert. Ich möchte aber jetzt noch einen externen Hall nutzen. Das ist ein Lexikon-Hall und den habe ich jetzt über das Mischpult reingeholt und spiele jetzt den Sound ein. Ich habe den Sound jetzt zwar gespielt, aber noch nicht aufgenommen und ich gehe jetzt auf die rückwirkende MIDI-Aufnahme unter Transport und dann haben wir hier unten rückwirkende MIDI-Aufnahme und so habe ich mir jetzt das, was ich eben zwar gespielt, aber nicht aufgenommen habe, rückwirkend nochmal ins Projekt geholt. Und das Ganze muss jetzt natürlich editiert werden, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt quantisieren. Das habe ich jetzt gemacht und Der Ton ist falsch, der genau muss einen Halbton nach oben. Und jetzt stimmt's. Jetzt hätte ich gerne noch einen Kompressor auf diesem Sound. Dafür nutze ich von UAD den Distressor, also die Emulation des Distressors. Das mache ich, damit wir wirklich eigentlich durchgehend den gleichen Pegel haben. Das heißt, die gleiche Lautstärke und die gleiche Wahrnehmung des Sounds, sowohl vorne als auch hinten. Genau, ich stelle den Kompressor so ein, dass er sozusagen das Signal runterreguliert, wenn es zu laut wird, also über eine gewisse Threshold geht. Und so haben wir, wie gesagt, vorne und hinten im lauten Part mehr oder weniger die gleiche Lautstärke. Das hat mir aber noch nicht ganz gereicht und deshalb werde ich jetzt tatsächlich noch eine Lautstärkenautomation für diesen Sound einfügen. Das mache ich auch nur im vorderen Part. Genau, ich lasse ihn leise reinkommen. Damit bin ich soweit zufrieden und ich belasse den Sound erstmal dabei und jetzt wollen wir mit dem gleichen Sound oder auf Grundlage dieses Sounds noch einen Bass-Sound haben. Dazu erzeuge ich ein neues Instrument und zwar Kontakt. Geroutet ist es schon auf die Synth Group. Hole mir das Big Nuts Pad nochmal rein und ja, editiere mir das jetzt noch ein wenig hin. Genau, bedeutet, ich ziehe hier die Cutoff auf. Ich werde es gleich noch ein wenig editieren. Genau, nehme ich die Hüllkurven. Dann nehme ich die Release, also die Ausklingsphase des Sounds etwas runter. Und jetzt spiele ich das Big Nuts Pad, The Brahms mit. Da, di, da, da. Jetzt werde ich kurz unter den MIDI-Parametern mir die Velocity, also die Anschlagstärke, ganz nach oben ziehen, weil ich möchte, dass der Bass einfach immer in der gleichen Stärke spielt. Und weil ich jetzt immer etwas irritiert war, wann denn eigentlich dieser große Part, dieser Big Part losgeht, habe ich mir jetzt da auf die korrekte Stelle mal kurz einen Marker erzeugt. Da ist er. Den benenne ich jetzt auch noch kurz Big Part. Und dann kann ich mich immer gut orientieren und kann dann jetzt auch aufnehmen. Beziehungsweise jetzt benenne ich das erst nochmal hier korrekt um. So, färbe das auch korrekt ein, so wie ich das in meiner Template-Struktur immer handhabe. Da wird es auch ein Tutorial noch zu geben zu meinem Template.
Wenn das fertig ist, werde ich das auf jeden Fall in diesem Video noch verlinken. Und jetzt werde ich das nochmal editieren, also den Sound. Die Einschwingphase, also die Attack-Phase, war mir zu lang. Und auch die Hüllkurve des Filters gefällt mir nicht so ganz. Das gefällt mir gut und jetzt werde ich auch für das Big Nuts Pad 2, also den Bass, den wir aus unserem Pad gebaut haben, nochmal Modulationsdaten, also Controller-Daten einfügen. Ich möchte nämlich, dass auch hier die Cut-Off im Crescendo, also am Ende, wenn es erst leise wird und dann wieder lauter, hier soll dann bitte auch die Filter-Hull-Kurve runtergehen und sich dann wieder öffnen, genau wie bei The Brahms. Hier habt ihr gemerkt, hier sind alle Filter nach unten und hier sind sie dann wieder komplett offen. Jetzt wollen wir ein zweites Intro-Pad einfügen. Also wir haben ja mit dem Big Nuts-Pad am Anfang eine Linie im ruhigen Intro eingespielt und diese Linie soll jetzt von einem zweiten Sound mitgespielt werden, den ich aus Zebra Hans Zimmer habe. Das ist ein, das ist das Zebra Plugin von UHE, von Urs Heckmann. Und da gibt es eine Sound Library für. Da haben sie sogar dann ein eigenes Plugin draus gemacht. Das heißt halt Zebra HZ, also Zebra Hans Zimmer. Und das sind die Sounds, die für The Dark Knight genutzt wurden tatsächlich, beziehungsweise für die Dark Knight Reihe. Das sind die Original Sounds. Und hier habe ich mir den Sound Blue Glass ausgewählt. Beziehungsweise ich wähle ihn gleich aus. Jetzt kopiere ich mir die MIDI-Daten des Big Nuts Pad nach unten. Bemerke, dass die Modulation hier nicht passt. Ich frage mich, warum haben wir nichts gehört? Und jetzt finde ich heraus, dass einfach hier die Modulation, also CC1, zu tief ist. Jetzt möchte ich etwas mehr Bewegung in dem Sound haben und wollte das über die Shaperbox verwirklichen und lösche diese aber gleich wieder und mache es doch in dem Plugin, also in Zebra selbst. Dort löse ich das, wenn ich mich recht entsinne, über die Modulation. Also ich lasse die Filter-Cutoff hier modulieren, und zwar über ein LFO. Und das Ganze wird LFO 3 sein. Und jetzt editiere ich den LFO und den Filter und die Wirkung des LFOs auf den Filter ein wenig und probiere so ein wenig aus und finde so am Ende des Tages den Sound, den ich mir vorstelle. Aber es ist ja wie eigentlich immer beim Sounddesign so, dass viel Ausprobieren dazu gehört. Also ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß auch die Hilfsmittel, die ich benutzen muss, um da hinzukommen, wo ich hin möchte. Aber trotzdem ist natürlich alles immer so ein bisschen Try and Error.
Jetzt füge ich noch ein wenig Hall hinzu. Das ist auch wieder der Lexikon-Hall. Das ist übrigens die PCM Native Reverb Plugin Reihe von Lexikon. Mein Lieblingshall benutze ich eigentlich immer auf allem, so grundsätzlich. Und das könnt ihr aber auch genauer nochmal im Template-Tutorial erfahren, was das für ein Plugin ist und wie ich das einsetze. So langsam bin ich einigermaßen glücklich, aber noch nicht ganz. Irgendwie noch zu prägnant am Anfang und deshalb werde ich das Ganze jetzt gleich noch mit der Filterhüllkurve etwas an meine Bedürfnisse anpassen. Genau, hier habe ich jetzt gesagt, dass die Cutoff-Bitte von der Envelope 2, also der Filterhüllkurve, in diesem Fall beeinflusst werden soll. Ihr merkt, wie sich das Einschwingverhalten der Modulation sozusagen verändert. Die Modulation wird also mit Dauer prägnanter und das ist das, was ich erreichen wollte. Es sollte etwas weicher starten und dann prägnanter modulieren. Jetzt wird das Ganze noch benannt. Blueglass Edit. Das zeigt mir immer, dass ich ein Preset genommen habe und das dann aber noch auf meine Bedürfnisse editiert habe. Die letzte Note habe ich hier gelöscht für den Break, die brauche ich nicht. Jetzt wird das Ganze noch korrekt gefärbt und wir sind fertig und können uns den Drums zuwenden. Muss ich noch ein bisschen editieren. Hier habe ich jetzt die Velocity, also die Anschlagstärke, wieder bei allen ganz nach oben gezogen. So, jetzt möchte ich das Ganze auch soundtechnisch noch etwas meinem Bedürfnis anpassen und ich starte da mit einem Kompressor. Beziehungsweise hier gebe ich dem Ganzen erst nochmal etwas mehr Hall und jetzt lade ich den Kompressor und das ist ein Fairchild 670, auch eine Emulation und auch wieder von UAD. Ich habe hier erstmal ein bisschen gesucht, wie das immer so ist, wenn man mittendrin ist. Was will ich jetzt genau? Ja, ich will den Fairchild 670er, also die Stereo-Version. Jetzt suche ich ihn und hier habe ich ihn dann auch gefunden. Ich wollte dem Ganzen einfach etwas mehr Präsenz geben. Und das schaffe ich bei Drums mit dem Fairchild immer irgendwie sehr gut.
schaue, dass ich mich selbst nicht belüge. Das heißt, ich stelle hier den Pegel so ein, dass das Ganze den gleichen Pegel, also die gleiche Lautstärke hat, und schalte dann immer wieder den Effekt auf Bypass, um zu hören, wie sich das Ganze verändert und ob es mir gefällt. Und jetzt möchte ich bei diesem Sound noch etwas weniger Bass haben. Ja, das gefällt mir soweit, und das habe ich mit der Console One gelöst. Console One ist ein externes Control Surface, und da werden SSL-Plugins mitgeliefert, und die habe ich hier genutzt, um den Bass zu reduzieren. Und jetzt spiele ich noch einen zweiten Hit-Schlag-Sound ein, beziehungsweise ich kopiere einfach den ersten und habe mir den auf einen anderen Sound gelegt. Der Sound hat etwas mehr Bass und etwas mehr Bauch. Das heißt, ich nutze den Big Hits 01 so ein bisschen für die Attack und den Big Hits 02 ein bisschen für den Bauch und den Bassbereich. Jetzt suche ich noch weitere Drums. Die werde ich dann aber wirklich einspielen, weil die Linie etwas anders ist. Das hat mir soweit gefallen, muss jetzt aber natürlich noch editiert werden, also erstmal quantisieren. Und hier muss ich jetzt erstmal, also das sind hier unterschiedliche Quantisierungsraster, die ich nutzen muss. Das eine ist einfach ein gerades Achtel, würde ich sagen, und das andere ist aber halt eine Triole. Und deshalb wähle ich mir jetzt erstmal die Geraden aus. Genau. Genau, das sind jetzt gerade sozusagen, und zwar Viertel. Und jetzt wähle ich mir die Triolen aus. Passt soweit, und das sind dann Achteltriolen, quantisiert. Das sind auch Triolen, aber keine Achtel, sondern Viertel. Hier stimmt noch irgendwas nicht. Der kommt zu spät. Den müssen wir jetzt auch nochmal korrekt quantisieren. Da hätte ich auch Viertel nehmen können, habe aber jetzt Achtel genommen. Genau, und jetzt muss ich noch den letzten Schlag quantisieren. Und somit haben wir diese Spur auch quantisiert. Da hat mir noch einer nicht gefallen. Genau, da ist der erste Schlag hier zu leise, und deshalb klingt das komisch. Jetzt passt es. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, die ersten Schläge noch komplett aufzuziehen, damit die wirklich bam, bam, richtig reinhauen. Das heißt, ich wähle diese auch aus und ziehe die Velocity ganz nach oben. So, jetzt wird es Zeit, das Ganze auch noch etwas zu EQen und mit dem Kompressor zu bearbeiten.
Ich arbeite dabei so, dass ich erstmal einen korrigierenden Kompressor, einen korrigierenden EQ nehme und mir störende Frequenzen rausziehe und dann meistens einen färbenden EQ nehme, also einen EQ, der nicht neutral klingt, sondern dem Ganzen etwas Farbe gibt. In diesem Fall ist es dann auch der Console One und da gebe ich jetzt etwas Höhen hinzu. Und ihr seht jetzt hier keine Maus, die das Ganze editiert, weil ich das Ganze, wie gesagt, über die Console One von Softule mache. Das ist ein Hardware-Controller. Ihr seht aber auf dem Bildschirm, wie sich ja die Regler wie durch Zauberhand bewegen. Jetzt zu guter Letzt ein Kompressor, auch wieder den Distressor. Diesmal nehme ich den für die Drums. Ist mir ein bisschen zu doll. Deshalb habe ich hier die Ratio jetzt ein bisschen nach unten gezogen. Und ihr habt gesehen, dass ich den Kompressor nach den Equalizern eingefügt habe. Das ist so, der eine mag es so, der andere mag es so. Es gibt Leute, die sagen, unbedingt die EQs vor dem Kompressor. Es gibt Leute, die sagen, unbedingt eine EQ nach dem Kompressor. Ich nutze es meistens nach den EQs. Also der Kompressor liegt bei mir im Signalfluss meistens nach den Equalizern. Das gefällt mir so und jetzt möchte ich noch einen Crash einspielen. War mir etwas zu leise, deshalb habe ich die Lautstärke ganz nach oben gezogen. Das Ganze muss jetzt natürlich noch quantisiert werden. Dann möchte ich dem Ganzen mehr Hall zuweisen. Da stimmte ein Ton nicht, und zwar dieser hier. Und jetzt hätte ich ganz gerne etwas mehr tiefe Drums. Ich will noch ein bisschen mehr Bauch haben. Dafür kopiere ich jetzt einfach die eine Linie nach oben. Ja, das gefällt mir gut. Und jetzt nehmen wir ein paar Streicher auf. Und zwar will ich da so ganz typisch so schnelle Ostinati-Linien haben. Das hat mir grundsätzlich gefallen, muss jetzt aber noch editiert werden. Kontrolliere jetzt hier erstmal, ob ich alles korrekt eingespielt habe. Jetzt ziehe ich alle Noten auf Velocity Wert 1. Das hat den Hintergrund, dass ich hier die CineStrings Core-Version nutze. Und umso härter man schlägt, umso länger ist die Spielweise und ich wollte hier wirklich eine ganz kurze Spielweise. Und jetzt habe ich noch das Delay eingestellt, also die Verzögerung, weil der Sound ein bisschen später klingt, also ist nicht so richtig im Timing und das kann man dann im Nachhinein immer korrigieren, damit das wirklich
im Timing ist. Und jetzt spiele ich noch ein paar hohe Streicher dazu. Ja, leicht verspielt. Bis dahin hat es mir aber gefallen, deshalb quantisieren, schneiden, löschen und neu ansetzen. Nicht gut, quantisieren, verbinden und editieren. Und auch hier wird das Ganze wieder auf Velocity Wert 1 gezogen. Oder auf einen geringen Velocity Wert. Ja, jetzt möchte ich noch so Bass-Cellis dazu haben. Die hole ich mir auch aus der gleichen Library. Nutze aber eine andere Instanz, damit das einfach so, damit die Tiefen und die hohen Streicher so ein bisschen getrennt sind und ich ein bisschen mehr Editiermöglichkeiten habe. Das habe ich jetzt noch quantisiert. Jetzt setze ich die Modulation fest. Muss ich den Part ein bisschen größer machen, genau, damit die Modulation ein bisschen früher anfängt. Und auch die Expression setze ich fest. Auch hier muss ich jetzt natürlich das Delay wieder nach vorne ziehen, damit auch dieser Sound dann wieder im Timing spielt. Den kopiere ich jetzt nochmal eine Oktave nach oben, damit wir da, wie gesagt, sozusagen Bass und Celli haben. So, hier noch ein wenig mehr Hall auf die hohen Streicher und jetzt wollen wir auch hier nochmal Modulationsdaten sozusagen einspielen für die hohen Streicher. Und hier werden sie jetzt auch leise und werden dann langsam wieder lauter. Also auch die Streicher spielen dieses Crescendo mit. So, jetzt wollen wir nochmal hohe Effektstreicher einspielen. Dazu nehme ich erstmal ganz normale, ja, Streicher und zwar Hollywood Strings von East West. Und da nehme ich jetzt die zweiten Violinen, also die zweiten Geigen und den Spiccato-Patch. Hier spiele ich ganz stumpf eine Note. Sehr kreativ. Genau, das Ganze wird quantisiert. Auch hier wieder das Delay einstellen, beziehungsweise habe ich es gemacht. Ja, ein bisschen, minimal. Bisschen nach vorne gezogen, das Ganze. So, und jetzt möchte ich das Ganze verzerren und das löse ich durch das Saturn-Plugin von FabFilter. Deshalb sind das so Effektstreicher, ne? Weil die schon sehr verzerrt sind. Mir ein bisschen zu viel Höhen.
runtergeregelt. Und das finde ich super. Und jetzt spiele ich ein paar Posaunen ein. Und ich wollte die Posaunen erst auch in Staccatos einspielen. Habe mich dann aber beim Aufnehmen dazu entschieden, doch Sustains, also doch lange Noten zu nehmen. Die Linie bleibt aber die gleiche. Hier spiele ich dann jetzt die langen Noten. Ja, das hat mir soweit gefallen und deshalb gibt es hier jetzt auch über Transport die rückwirkende MIDI-Aufnahme. Ich hatte das ja eben nicht aufgenommen, aber Cubase speichert sich das trotzdem so im Cache und kann das deshalb jetzt zurückholen. Genau, und hier möchte ich jetzt natürlich auch die ersten Noten in lange Sustain-Noten umwandeln und das tue ich, indem ich die kurz gespielten Noten entferne und bei der Cinebrass Library von CineSamples ist das so geregelt, genau, das ist übrigens die Cinebrass Library von CineSamples. Und da ist das so gelöst, dass man das Sustain-Pedal drücken muss, damit lange Noten gespielt werden. Wenn man das Sustain-Pedal nicht drückt, dann werden kurze Noten gespielt. Und auch für die Trombones werde ich jetzt noch Modulationsdaten einspielen. Sehen wir jetzt nicht, weil ich jetzt hier das... Nee, doch nicht. Dann sehen wir es jetzt doch. Nee, jetzt sehen wir es nicht. Aber ich verspreche euch, ich spiele gerade die Modulationsdaten ein. Auch hier wieder das Crescendo, erst leise werden und dann laut. Und hier lasse ich dann tatsächlich auf dem letzten Schlag die Posaunen auch noch mitspielen. Okay, hier habe ich das Sustain-Pedal noch nicht eingebaut. Ihr merkt, deshalb ist der erste Ton, also die ersten drei Töne so kurz. Und jetzt ziehe ich das Sustain-Pedal einfach auf und somit sind jetzt alle Töne lang gespielt. Alle Noten. Jetzt hätte ich gerne noch ein Horn. Und zwar, ja, es ist kein Solo-Horn, aber es spielt sozusagen nur einen Ton gleichzeitig. Ich habe trotzdem die ganze Hornsektion genommen, den ganzen Horntisch, Hörnertisch. Und das Ganze nehme ich dieses Mal aus der Hollywood Brass Library von East West. Ich finde, die Hollywood Brass Hörner sind so ein bisschen breiter und epischer. Das passt ganz gut zu dieser Linie und zu dem Song. Hat mir gefallen und jetzt gibt es noch eine kurze Trompete. Die so Akzente spielt, ne? Und auch hier habe ich das Ganze wieder nicht direkt in Echtzeit aufgenommen, sondern nur ja, gefreestylt und habe es mir über die rückwirkende MIDI-Aufnahme reingeholt. Auch hier, wir sind jetzt dann bei den Trompeten wieder zu der Cinebrass Library von CineSamples gegangen und hier ist das gleiche Prinzip bei den Shorts. Umso stärker die Velocity, umso länger die Note und ich wollte wirklich ganz kurze Noten haben und deshalb habe ich die Velocity hier ganz runtergezogen. Und auch hier muss ich jetzt wieder einzelne Noten anmarkieren, weil auch hier haben wir wieder gerade Quantisierung und triolische Quantisierung. Dieses da-da-da-da-da, das sind halt Triolen. Und jetzt kommen erstmal die Geraden und dann die Triolen.
Und auch hier setze ich wieder ein Delay, also eine Verzögerung. Heißt es aber eigentlich eine Verzögerung nach vorne. Eigentlich Quatsch. Also ich lasse die Noten wieder ein paar Millisekunden früher erklingen, damit sie dann auch wirklich im Timing des Sequencers sind. Hier stimmt was nicht. Das klingt besser. Jetzt wollte ich noch einen zweiten Ton dazu haben. Hier weiß ich am Ende des Tages, welche Noten da erklingen müssen, und deshalb kann ich sie jetzt im Editor einfach so per Hand einfügen. Das war's auch schon. Jetzt hätte ich gerne noch einen Synth-Bass in dem Song. Dazu wähle ich von Steinberg den Cubase internen Synthesizer Retrolog und bastle einen Bass. Ich lege den ganzen auf die Synth-Gruppe, Synth-Audio-Gruppe, damit er auch richtig geroutet ist, und schiebe ihn mir jetzt hier noch in den Bass-Ordner, benenne das Ganze natürlich und werde es bestimmt gleich auch noch einfärben. Eingefärbt habe ich ihn nicht. Ich habe unordentlich gearbeitet. Hier habe ich mir jetzt die Pulswelle ausgewählt und werde jetzt die Pulswellenbreite modulieren. Das mache ich immer super gerne. Das macht den Sound einfach lebendig, und das heißt, ich wähle hier Shape aus. Das ist dann am Ende des Tages die Pulsbreite, und die lasse ich jetzt über LFO 1 modulieren. Das war Oszillator 1, jetzt nehme ich Oszillator 2. Gleiches Spiel, auch hier wieder Pulswelle. Und diesmal nehme ich aber LFO 2 zum Modulieren. Sag jetzt hier OSC 2 Shape. Und möchte das Ganze einfach etwas langsamer moduliert haben. Jetzt verändere ich das Feintune noch etwas. Also ich detune Oszillator 2 noch etwas. Jetzt nehme ich mir Oszillator 1, lasse den Sägezahn ausgewählt und detune ihn aber auch etwas. Dann kommt jetzt noch ein Sub-Oszillator hinzu. Mehr Bass ist immer gut. Und jetzt bearbeite ich die Filterhüllkurve noch ein wenig. Die Filterhüllkurve moduliert in diesem Fall auch die Cutoff. Hier über die Intensität stelle ich ein, wie stark die Cutoff durch die Filterhüllkurve beeinträchtigt wird. Genau, das wollte ich, dass der Sound aufgeht und dann wieder. Erst aufgehen und dann macht er relativ zügig wieder zu. Jetzt wollen wir noch etwas Rauschen dazu haben, einfach um dem Bass noch mehr Präsenz zu geben. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ich hätte den Bass aber gerne noch etwas verzerrt, etwas Distortion. Und dazu nehme ich auch wieder von FabFilter den Saturn.
euch anscheinend gerade irritiert. Und jetzt haben wir hier Webfilter Saturn. Das macht das Ganze schon sehr böse. Wir kriegen also fast schon nochmal eine Oktavierung drunter vom Sound her durch die Saturation und jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal etwas Resonanz, damit das noch böser klingt. Jetzt nehme ich das Ganze auf. Soweit gefallen. Dann muss das Ganze natürlich noch quantisiert und etwas editiert werden. Ein Viertel quantisieren. Hier dafür sorgen, dass der letzte Sound dann auch mit ausklingt. Also einmal kopieren und auf die richtige Länge ziehen. Und hier habe ich das Ganze jetzt wieder zusammengefügt. Also das Ganze nennt sich Legato in Cubase. Das heißt, ich habe alle anmarkiert und Legato geklickt. Und dadurch sind die Noten zusammenhängend gespielt worden. Beziehungsweise werden zusammenhängend gespielt. Und hier habe ich jetzt getestet, ob das mir alles so gefällt, wie das klingt, wenn der Bass aus ist und wenn er wieder an ist. Und ich war mir sicher, dass ich ihn haben möchte. Und jetzt möchte ich aber auch hier die Cut-Off-Frequenz wieder modulieren, also dass wir auch hier im Bass dieses Crescendo haben. Also hier geht er dann runter mit der Cut-Off und dann wird er langsam wieder aufgedreht. Viel. Hier habe ich jetzt einfach den Wert des vorherigen Punktes genommen und kopiert und auf den zweiten eingefügt, weil das hat mir gefallen. Und hier ist mir das zu kurz. Hier muss ich die Note etwas verlängern, damit er dann auch mit den anderen gemeinsam, ne, weil hier war zu früh vorbei. So, also Note verlängert, Part verlängert. Hier hat dann Cubase durch die Partverlängerung nochmal einen Modulationspunkt eingefügt, den wollte ich nicht. Noch länger. Und hier auch wieder Punkt angefügt. Wollte ich nicht. Weg. Und die Modulation nochmal anpassen. Und mal hören. Das hat mir soweit gut gefallen und jetzt wollte ich noch einen Synthesizer Riser und den basteln wir jetzt natürlich auch. Dafür nehme ich wieder den Retrolog, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Retrolog, jetzt ist er noch auf der Bassgruppe. Und jetzt legen wir ihn erstmal auf die Effektgruppe. Das hätte ich eben schon machen können, habe es aber vergessen. Beziehungsweise ich habe ihn auf die Synths-Gruppe gelegt. Und auch hier nehmen wir jetzt wieder die Pulswelle, modulieren auch hier wieder die Breite. Auch wieder über den LFO1. Das gleiche Spiel mit Oszillator 2, aber auch wieder mit einem anderen LFO, damit wir einfach eine unterschiedliche Modulation haben.
Damit detune ich die Oszillatoren auch wieder ein bisschen gegeneinander. Ja, und ich wollte aber noch einen Tiefen haben. Da nehme ich auch wieder eine Pulswelle, auch wieder moduliert. Dieses Mal über LFO3. Und die lasse ich dann aber in dieser Tonlage. Das heißt, wir haben zwei Oszillatoren, die ein bisschen höher sind, einen, der ein bisschen tiefer ist. Der Suboszillator dazu. Auch wieder ein wenig Rauschen. Und hier kommt der Ringmodulator dazu. Wäre eigentlich auch ein schöner Lead-Sound. Und deshalb machen wir da nachher auch noch einen draus. Aber jetzt sind wir erst nochmal beim Riser. Ich möchte, dass der so unten startet vom Ton her und dann über das Modulationsrad nach oben wandert. Deshalb gebe ich jetzt hier erstmal 24 Halbtonschritte an für das Modulationsrad nach unten und das korrigiere ich aber später auch noch, dass wir also auch von unten oder nach unten hin 24 Halbtonschritte haben. Das heißt, wir modulieren dann den Sound über das Intro über 48 Halbtonschritte, laut Adam Riese. Hier spiele ich den Sound jetzt erstmal kurz ein und die ganze Editierung mache ich dann gleich im Editor, also die ganze, das ganze Pitchband und Filter und hast du nicht gesehen. Jetzt wollen wir erst nochmal einen Frequenz-Shift oder Frequenz-Shift-Effekt auf dem Sound haben und das Ganze holen wir von Melda Productions und das ist zum Beispiel auch ein Freeware-Plugin. Und hier klicke ich mich jetzt einfach durch die Presets, bis ich was finde, das mir gefällt. Das finde ich erstmal ganz okay. Und jetzt hätte ich aber, glaube ich, gerne noch ein wenig mehr Modulation auf dem Sound. Und die hole ich mir hier auch wieder durch ein Freeware-Plugin von Melda Productions. Nee, doch nicht. Aha, auch hier löse ich das dieses Mal im Plugin selbst. Und zwar lasse ich die Cutoff über LFO 4 modulieren. Ich möchte, dass das ganze Tempo gesynkt ist und zwar triolisch. Jetzt noch nicht triolisch, wird aber noch triolisch. Das war der falsche. Den LFO4, die Intensität wollte ich gerade verstellen. Hier ist es gecheckt, dass es auch vom Timing her noch passt mit dieser Modulation, aber das ist okay. Tatsächlich ändere ich die Geschwindigkeit der Modulation aber noch. Hier habe ich jetzt die Intensität, also Dry-Wet, des Frequenzshifters etwas reduziert, nämlich auf 42%. Und jetzt möchte ich noch einen Flanger haben. Und den hole ich mir dann jetzt aber tatsächlich wieder von Melda Productions. Thank you.
Jetzt hätte ich gerne noch etwas mehr Stereobreite und das löse ich über den Microshift von Soundtoys. Tolles Plugin, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. So, das Ganze möchte ich ganz gerne noch ein wenig verzerren. Und da, wer hätte es gedacht, lande ich wieder bei Saturn von Fabfilter. Hier wieder etwas Resonanz rein? Nee, doch nicht. Aber auch das möchte ich jetzt natürlich wieder modulieren. Deshalb habe ich mir hier die Modulationsspur anzeigen lassen von der Cut-Off. Und hier stelle ich jetzt, wie gesagt, das Pitchband nach unten nochmal auf 24,5 von Schritte. Hier lasse ich mir jetzt das Pitchband anzeigen und füge jetzt die entsprechenden Daten ein. Und hier jetzt dann auch noch die Filter-Cut-Off. Da probiere ich jetzt ein bisschen rum. Ich war mir nämlich lange Zeit nicht sicher, wo fängt er an, wo hört er auf, beziehungsweise wo er anfangen soll. Der Riser, das war mir bewusst, aber wo er dann am Ende aufhören soll, das ist jetzt ein wenig hin und her geschiebe und ausprobiere. Hier ist mir dann das erste Mal aufgefallen, dass die Modulationsfrequenz des Risers nicht passt. Der hat ja so ein 16. Und wir gehen dann aber in Triolen und irgendwie funktioniert das rhythmisch nicht so wirklich. Und das ändere ich dann auch noch. Das ändere ich jetzt. Und zwar mache ich Achtel Triolen draus. Gucken, ob ich dabei bleibe. Das passt jetzt zumindest zu dem, was danach kommt, aber damit bin ich immer noch nicht zufrieden. Hier habe ich jetzt erstmal das Pitchband ein bisschen nach hinten geschoben. Oh, das war auch nicht die Lösung. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ausprobiert, das Ganze noch in den Break, in den großen Part mit reinlaufen zu lassen und dann über die Cut-Off ausklingen zu lassen. Ja, ist irgendwie okay, hat mich aber auch nicht umgehauen. Hier habe ich jetzt per Hand ausprobiert, wie es wäre,
den Sound auch im Break dann sozusagen muten zu lassen und ich habe mich dazu entschieden, genau das zu tun. Also Automationsspur für Stummschalten öffnen, ist schon geöffnet, hatte ich nicht gesehen und jetzt klicke ich immer auf diese Spur und bin frustriert, weil er immer den Parameter ändern möchte. Ja, jetzt hat es geklappt und jetzt kann ich dann hier auch die Spur auf dem Break dann sozusagen stumm schalten, so wie ich das möchte. Und das war dann auch die Lösung, bei der ich geblieben bin. Aber wie ihr gesehen habt, musste ich ein wenig rumprobieren. So, jetzt frage ich mich, warum ich das doofe Ding nicht nach links ziehen kann. Ah, da ist noch einer im Weg. So, jetzt liegt er richtig. Jetzt gebe ich dem Ganzen noch etwas Hall. Und dann gebe ich dem Ganzen jetzt noch etwas Delay. Und zwar nehme ich da das interne Ping-Pong-Delay von Cubase selbst. Und das Schöne ist, ich habe zwar die Spur ja auf dem Break gemutet, da wir hier aber Send-Effekte nutzen. Und ich bin noch alte Schule, ich habe es noch auf echten Geräten gelernt. Ich nutze natürlich, also wenn das normale Hall oder Reverb sind und normale Echos bzw. Delays, dann nutze ich die natürlich immer auf dem AUX-Weg. Außer ich möchte die selbst irgendwie, die sind so designt, dass sie wirklich zum Sound selbst gehören. Dann kann man das ja vielleicht als Insert nutzen, aber ansonsten nutze ich das auf dem AUX-Weg und worauf ich hinaus wollte, ist, das Schöne ist, dass diese dann aber nicht durch den Mute-Button gecuttet werden. Das heißt, die klingen dann im Break sozusagen noch nach. Habt ihr gehört? Jetzt habe ich die Spur noch korrekt benannt und eingefärbt. Und jetzt möchte ich noch einen Noise Riser, also einen Riser bauen, der aus Rauschen besteht. Hier habe ich jetzt die Modulation noch etwas nach unten gefahren. Die Modulation der Filterhöhekurve. Das ist der Filter-Cutoff. Und jetzt bauen wir aber den Rauschreiser. Das heißt, wir haben einfach ein Rauschen, bei dem wir die Cut-Off aufgehen lassen. Kurz eingespielt und dann wird das Ganze jetzt im Nachhinein hineditiert in die richtige Länge. Und den lassen wir auch wieder dann auf dem Break enden sozusagen. Auch hier wieder die Cut-Off-Modulationsspur anzeigen lassen oder Automationsspur. Jetzt habe ich kurz mal bei dem ersten Riser die Automation, also das Read rausgenommen, damit ich mir hier den Noise Riser Solo anhören kann. Jetzt haben wir hier einen Remodulator hinzugefügt, auch wieder von Melder Productions, umsonst finde ich immer schwierig den Ausdruck Freeware, und haben da auch ein Preset ausgewählt. Jetzt nehmen wir hier noch einen Hall und auch das gleiche Delay wie bei dem anderen Riser. Hier
das Read wieder eingeschaltet beim ersten Riser. Und weil es mir hier jetzt zu leise war, oder besser gesagt, die Riser so viel, wie soll ich das sagen, akustische Energie aufgebaut haben, so viele Höhen reingebracht haben, fiel mir das jetzt hier ab in dem Big Part nach diesen beiden Risern. Und deshalb habe ich den Rausch-Riser dann jetzt auch hier eingefügt und nutze ihn jetzt aber mehr als Synthesizer-Crash sozusagen. Jetzt, wie vorhin schon angekündigt, möchte ich mir aus dem ersten Riser tatsächlich auch aus diesem Grund, also weil mir irgendwie Höhen und Energie fehlt, baue ich mir jetzt aus dem ersten Riser tatsächlich auch noch einen Lead-Sound. Das mache ich, indem ich mir hier erstmal ein paar Effekte mute, beziehungsweise sie auf Bypass schalte. Und dann spiele ich einfach die Hauptlinie mit. Das Ganze wird jetzt aufgenommen. Quantisiert und editiert. Jetzt editiere ich die Hüllkurve noch ein wenig gleich. Das gleiche Prinzip wie beim Bass, ja, das Ganze soll so aufgehen und dann relativ schnell wieder abfallen. Hier habe ich jetzt, oder hier sorge ich dafür, hier möchte ich dafür sorgen, dass die Sounds sich nicht überlappen. Da muss ich eben eine kleine Note löschen. Denn wenn sich die Sounds überlappen, dann wird die Filterhüllkurve nicht neu gestartet. Und das sorgt dafür, dass bei jedem überlappenden Sound der Filter immer mehr zugeht. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass der Filter immer neu startet. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass die Sounds oder die Noten nicht überlappend gespielt werden, sondern nur Legato. Also aneinander hängt. Hier mache ich mir jetzt noch einen Marker für das Ende, damit ich mich auch da besser zurechtfinde. Hier kopiere ich jetzt den Marker auch auf den letzten Part, den Riser Nummer 2. Das hat mir so nicht gefallen, den möchte ich direkt offen haben. Und dann lieber die Lautstärke etwas mehr automatisieren. Thank you.
Jetzt habe ich entschieden, dass mir das Ganze etwas zu viel Mithin und Bass hat. Das stört das Gesamtbild ein bisschen und deshalb nehme ich hier etwas mitten oder etwas ja, mittigen Bass raus und lege aber auch noch einen Low-Cut auf den Sound. So, last but not least möchte ich auf den finalen Part noch einen Chor einspielen, der auch einfach ja, die Akkorde spielt und dann lauter wird. Das ist ein Frauenchor und zwar ist das aus der Library Hollywood Choirs, auch von East West. Super Library, kann ich jedem ans Herz legen. Jetzt möchte ich den Chor noch etwas EQen und zwar nehme ich beim Chor immer sehr gerne einfach die Tiefen raus. Dann nehme ich die hohen Mitten, senke ich etwas ab, die sind meistens so ein bisschen quirky im Ohr. Und dann, also jetzt mache ich erstmal genau Bass, dann jetzt hohe Mitten, ja, einfach die Mitten. Das ist, glaube ich, noch was. Genau, das sind jetzt die hohen Mitten. Bei mir auch nicht. Und dann gebe ich den Ganzen jetzt aber noch etwas Höhen. Und das mache ich dann wiederum über einen färbenden EQ. Und das ist in dem Fall von Pultec EQP 1A. Auch wieder von UAD, auch wieder eine Emulation. Gibt dem Ganzen sehr schöne Farbe. Jetzt das Ganze wieder benennen. Beziehungsweise korrekt einfärben. Benannt habe ich es schon wieder nicht. Aber immerhin, die Hälfte. Noch etwas mehr Hall. Auch wieder der Lexikon. Gefällt mir. Schiebe ich an die korrekte Stelle zurück. Jetzt werde ich auch wieder die Modulation einspielen. Beziehungsweise ich mache wieder eine Datenspur. Choir Data wird sie, denke ich mal, heißen. Genau. Auch hier weise ich ihm wieder den korrekten, jetzt nenne ich auch die Spur. Und jetzt weise ich auch dieser Daten-MIDI-Spur wieder den korrekten MIDI-Kanal zu. Muss ich nicht. Er hat schon davor gespielt, aber ich bin da irgendwie so ordentlich. Und jetzt nehme ich, wie gesagt, die Modulation auf, damit das Ganze auch hier lauter wird und ein Crescendo hat. Das hat mir noch nicht gefallen. Jetzt wähle ich erstmal die finale Lautstärke aus. Ja, das ist für mich die finale Lautstärke und jetzt spiele ich die Modulation ein. Ja, und somit sind wir fertig. Jetzt haben wir unsere Trailer-Musik komponiert. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen und es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche konkreten Fragen habt, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Und dann sage ich viel Spaß und bis zum nächsten Mal.